Hi ho, hier ist wieder euer Pirat Drafnix. 2013 wird ein sehr interessantes Jahr für die Piratenpartei, denn wir stellen uns der Bundestagswahl. Der offizielle YouTube-Kanal der Piratenpartei hat bei mir angefragt, ob ich nicht ein kleines Video zu den Wahlkampfvorbereitungen machen möchte. Ja, logisch möchte ich. Was für eine Frage. Mach ich doch gerne. Bis zu den Bundestagswahlen dauert es zwar noch etwas, aber die Vorbereitungen dafür laufen jetzt schon auf Hochtouren. Wie zum Beispiel die Ausarbeitung von Flyern und Plakaten. Hier einige Entwürfe. Jetzt sind alle Basispiraten aufgerufen mitzumachen. Was haltet ihr von den Entwürfen? Das war natürlich nur eine kleine Auswahl. Alle Plakate, Flyer und Designvorlagen sind im Piratenwiki. Der Link sowie alle Kontaktadressen für ihr Feedback findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Euer Feedback ist wichtig für einen guten Wahlkampf. Ihr könnt mitentscheiden, ihr sollt mitentscheiden. Und wenn ihr einen guten Wahlkampfslogan habt, dann immer nur her damit. Das ist das Schöne an einer Mitmachpartei. Mitmachen könnt ihr auch beim Wahlkampf vor Ort. Helfende Hände werden überall gebraucht. Das wird ein Wahljahr. Ich kann gar nicht sagen, was für mich persönlich spannender wird. Die Bundestagswahl oder als Hesse die Landtagswahl in Hessen. Beides findet am selben Tag statt. Ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch weiterhin für meine persönlichen Top-Themen zu kämpfen. Das ist zum einen die Energiepolitik und zum anderen die Sucht- und Drogenpolitik der Piratenpartei. Ihr seht also, es gibt genug zu tun. Seid auch ihr dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Pirat Drafnix. Das wichtigste Thema 2013 für die Piratenpartei ist die Bundestagswahl und der Wahlkampf. Noch nie standen wir so dicht davor, in den Bundestag einzuziehen und waren doch so weit davon entfernt. Die Mainstream-Presse sieht mit dem verpassten Einzug in den Landtag von Niedersachsen schon das Ende des Piratenhype. Doch unsere Themen sind nach wie vor wichtig. Keine andere Partei kämpft so offensiv wie die Piratenpartei für ein freies Internet und freien Zugang zu Wissen. Wir haben es geschafft, dass sich alle anderen Parteien mit dem Thema Internet auseinandergesetzt haben. Jetzt müssen wir es schaffen, dass sie auch bei dem Thema bleiben und die Internetausdrucke an den Schalthebeln der Macht abgelöst werden. Lasst uns einen super Wahlkampf im Internet hinlegen und wenn wir das machen, wird die Presse wieder auf uns aufmerksam und wird darüber berichten. Dafür ist es ganz wichtig, dass jeder Pirat einfach seinen Wahlkampf filmt. Jeder hat heutzutage ein Handy mit Videofunktion dabei. Wenn ihr also am Wahlkampfstand seid oder auf einer Wahlkampfveranstaltung, dann filmt es. Filmt euren Stammtisch, interviewt eure Piraten auf den Landeslisten und ladet es bei YouTube hoch. Eine Anleitung, wie ihr die Videos in den offiziellen Kanal der Piratenpartei bekommt, steht in der Beschreibung zu diesem Video. Es wäre super, wenn wir aus jedem Bundesland und jeder Großstadt oder Kreis etwas brauchbares Videomaterial bekommen könnten, sodass wir am Ende alles zusammenschneiden können und zeigen können, dass die Piraten fähig sind, einen tollen Wahlkampf zu machen und dass wir unseren politischen Ziele gemeinsam dem Bürger näher bringen können. Lasst uns der Mainstream-Presse zeigen, dass wir keine Ein-Themen-Partei sind, sondern viele Probleme in unserem Land angehen und eine sinnvolle Alternative zu den etablierten Parteien darstellen, die es verdient hat, in den Bundestag gewählt zu werden. Eines der vielen Themen der Piratenpartei ist die flüssige Demokratie, Liquid Democracy. Im ersten Video wird euch kurz erläutert, worum es sich dabei handelt und wie man mit flüssiger Demokratie das jetzige politische System weiterentwickeln kann hin zu mehr Mitbestimmung durch den Bürger. Und somit den Satz, dass die Macht vom Volke ausgeht, aus dem Grundgesetz mehr Geltung verschafft. Im zweiten Video könnt ihr euch ein Schulungsvideo für das Tool anschauen, mit dem die Piratenpartei bereits flüssige Demokratie praktiziert. Mit Liquid Feedback werden Vorschläge ausgearbeitet und abgestimmt, auch für den Wahlkampf. Jeder Basispirat erhält mit seiner Anmeldung bei der Piratenpartei einen Zugang und kann sich einbringen oder seine Stimme delegieren.
macht davon Gebrauch und testet schon heute die Zukunft, erlebt echte Demokratie. Dann habe ich für euch noch ein Interview mit Christiane Schinkel aus dem Landesverband Berlin rausgesucht. Im Berliner Landesverband wird das Tool Liquid Feedback bis jetzt am meisten genutzt und die Weiterentwicklung und praktische Umsetzung am intensivsten diskutiert. Als letztes noch ein Interview mit Simon Stützer, der nochmal erläutert, was Liquid Democracy ist und was man damit alles machen und erreichen kann. Schaut euch die Videos an, wenn euch die Themen interessieren, und verteilt sie in den sozialen Netzwerken eures Vertrauens. Schreibt eure Meinung dazu in den Kommentaren. Zum Schluss zeige ich euch jetzt noch ein paar piratige Hintergrundbilder. Wenn ihr Vorträge für die Piratenpartei haltet oder euren Laptop zum Stammtisch oder zum Wahlkampf mitnehmt, dann könnt ihr euch eines dieser Hintergrundbilder für euren Desktop einstellen. Zeigt in der Öffentlichkeit eure politische Zugehörigkeit und seid ein Aushängeschild für die Piratenpartei und ihre Ziele. Lasst uns das tun, was wir am besten können, und das Internet als unser Informations- und Vernetzungsmedium übernehmen. Diskutiert über dieses Video und verteilt es in den sozialen Netzwerken eures Vertrauens. Abonniert den Kanal der Piratenpartei bei YouTube und bewertet ehrlich die Videos dort. So kann das Videoteam der Piratenpartei erkennen, welche Themen euch interessieren und euch mehr davon anbieten. Diskutiert über die Videos in den Kommentaren und fordert andere politisch Interessierte dazu auf, es ebenso zu tun. Im Gegensatz zu den anderen Parteien müssen die Kommentare nicht freigeschaltet werden und wir sind auch an Kritik interessiert, denn wir wollen aus unseren Fehlern lernen. Alex, kein Storch mehr fliegt, besorg ich mir ein Grundgesetz, solange es noch eins gibt. Das zeig ich meinen Kindern, der einst greiflich bei Kerzenlicht, und schwör ihnen, dass alles galt für jung und alt, für dich und mich. Und fleh sie an, verratet euren Papa bitte nicht. Halunken als Parteisoldaten, in Terrors Namen Vorratsdaten. Es sind die Mittel, den Zweck verraten. Es sind die Mittel, den Zweck verraten. Das ist die Stasi 2.0. Einst waren die Gedanken frei, heute sind sie mehr freiwillig. Verlacht als freie Meinungen im unfreien Weltbild. Das Volk ist frei, nein, freigestellt, besoffen von der Bilderflut. Und wer noch furzen kann, der findet für ein Freibier alles gut. Ja, für ein Freibier findet, wer noch furzt, gleich alles gut. Hallöchen als Parteisoldaten, in Terrors Namen Vorratsdaten. Es sind die Mittel, den Zweck verraten. Es sind die Mittel, den Zweck verraten. Das ist die Stasi 2.0.
Wirtschaftsaufschwung heißen kann. Das weiß der Aktiengott. Was ich mir dafür leisten kann, ist Elektronikschrott. Die Ampel steht auf Rot, du bremst und auch dein Nummernschild wird, wohin du auch gehst, gespeichert in das Bewegungsbild. Das lückenlos nachweisen wird, von dem du alles so verkehrt ändern willst. Hallo, schön als Parteisoldaten, mit Terrorsnamen, Vorratsdaten. Es sind die Mittel, die Zweck verraten. Es sind die Mittel, die Zweck verraten. Das ist die Stasi 2.0. Auch noch bezahlen für die Lügen. Ja, ist das die Rache der Lehrer? Ist das die Rache der Lehrer? Nein, mein Herr, nein, mein Herr. Das ist die Stasi 2.0.